Willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, ich muss mich ein wenig dran gewöhnen. Ich habe ein wenig die Kamera oder beziehungsweise mein Let's Play Arbeitsplatz umgestellt, kann man auch sagen. Kamera steht jetzt da. Ich habe zwar die Kamera gespiegelt, aber im Prinzip müsst ihr euch umdenken, es steht jetzt da und... Ach, wisst ihr was, vergesst es einfach. So, wir haben hier aufgehört. In der Anstalt. Ich hoffe mal, dass wir in der Anstalt sind. Also, ich muss mich natürlich dran gewöhnen, dass die Kamera jetzt da steht. Also auch in die Richtung gucken. So. Wir spielen weiter. Neue Aufnahmesession. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, bin ich ganz ehrlich. Also, Hier ist schon wieder so ein Unsichtbarer, glaube ich. Wenn ich das richtig gehört habe. Ja, 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 ja. Und ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt sehe ich ihn auch. Jetzt sehe ich ihn, ja. Gemein, bin ich ganz ehrlich. Das ist voll gemein, ist das. Weil man sieht den Typen einfach nicht. Nur so kurz, bevor vor einem steht. Jetzt kriegst du richtig. Bam. Oh, aua. Kriegst du richtig auf die Fresse. Bam. Aua. Mein. Zünden wir ihn mal lieber an, vorsichtshalber. Besser ist das. Hehe. Ja, scheiße. Fängt schon wieder an zu jucken. Basti, ja, geht schon wieder nicht so sehr gut. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn an... Wir haben keine Spritze mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Wo sind wir hier? Sind wir immer noch in der Anstalt? Sind wir in der anderen Welt? Wie nennt man diese Dinge eigentlich? Ihr könnt mir das wahrscheinlich... Ihr könnt mir das wahrscheinlich sagen, aber wie nennt man diese Dinger eigentlich? Ich nenne die immer, wenn ich im Krankenhaus mal gewesen bin und musste diese Dinger benutzen. Dann habe ich die immer Tannenbäume genannt. Ja. Krankenhäuser, Tannenbäume. Oh, da ist ein roter Schrank. Wie auffällig. Oh, great shot. Natürlich in dieser Riesenpackung natürlich wieder nur eine Patrone. Wir werden mal die Flinte nachladen. In diesem Spind... Oder Schrank gibt es, glaube ich, nichts mehr, oder? Nö. Aber Hauptsache erstmal das Glas zertrümmern. Das ist wichtig. Diese roten Stühle gefallen mir nicht. Normalerweise kennt man die aus einem großen Möbelhaus. Diese roten Stühle. Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, ja. Aber nun jo. Gut, das, ach, das ist ein... Achso, das ist derselbe Eingang. Ich dachte, das wäre ein anderer. Kommen wir hier eigentlich weiter? Verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Naja. Okay, also heißt es, brauchen wir eine Schlüsselkarte für diese Tür, um dort weiterzukommen? Ich denke mal, dass wir hier fündig werden. Alter, diese Physik-Engine, die macht mich jetzt schon fertig. Bitte... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist er jetzt hier drin? Ja. Nein, ist er nicht. Scheiße. Munition verbraucht. Scheiße. Munition alle. Wo ist er hin? Hallo?
Der will abhauen. Der Sack will abhauen. Ist denn sowas möglich? Haha, aber nicht mit mir. Aber nicht mit mir und nicht mit Basti. Auf keinen Fall. So. Oh, Basti geht's, glaube ich, nicht so gut. Es ist... Nee. Aber ihnen geht's gleich wieder besser. Wir wissen ja, wenn wir ein wenig warten, geht die Gesundheitsanzeige... Oder wenn wir ein wenig warten und stehen bleiben, geht die Gesundheitsanzeige, so wie es jetzt, ein wenig nach oben. Und wir haben nur noch 2 Schuss in der Pistole, in dem Revolver. Das ist nicht gut. Boah, diese Puppen und diese unsichtbaren Typen, das... Oh! Naja, vielleicht haben wir ja Glück und finden ein wenig... Munition. Der Fernseher läuft. Was steht da? Modern Gardening. Also moderner Garten. Die neue Illustrierte. Die hole ich mir auch immer am Kiosk. Die ist total cool. Total schön, da kann man sich so richtig schön den Garten machen. Haben wir da schon drin? Nee, ne? Nee. Wie kommen wir denn da rein? Ach, wahrscheinlich hier rum. Na, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Boah, dieses heruntergekommene No Speeds hier, dieses... Diese Anstalt, das ist total cool gemacht, finde ich. Ah je, ah je. Ich habe so ein bisschen das Gefühl oder beziehungsweise die Befürchtung, dass wir die Alte wiedersehen, die Strulla. Ich werde aber mal eben die Schrotflinte nachladen. Mal eben schnell ein Medipack nehmen, ja? So, auf jeden Fall. Sicher ist sicher. Also so haben wir wenigstens schon mal ein Medipack. Was ist mit ihm hier? Krankenhausschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Das wird wahrscheinlich er hier sein. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich jetzt auf dem Rückweg Besuch bekommen werden. Naja, gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass wir da doch lieber alleine bleiben werden. Denn besser, sicher ist es sicher. Ich muss mich echt mal dran gewöhnen, dass, wie gesagt, dieses Umstellen hier meines Schreibtisches, dass jetzt alles anders ist, dass die Kamera jetzt da steht, da muss ich jetzt hingucken. Aber freut mich, dass ihr auch so zahlreich... Nein! Nicht schon wieder so ein scheiß unsichtbarer Lutscher! Wo ist er denn? Ich finde das total lustig, so in die Gegend rumzuhauen. Obwohl er eigentlich gar keiner ist. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Wo ist der denn? Oh, okay. Da war er gewesen. ja. Somit würde ich sagen, haben wir ihn auch. Der schmeißt doch Gegenstände um. Merkwürdigerweise. Der muss dann unheimlich Kraft haben. Naja. Ich habe ja gesagt, wir bleiben nicht lange alleine auf dem Weg zur Tür. Aber ist cool gemacht, muss ich echt sagen. Also, Hut ab. Wie gesagt, ich freue mich auch immer wieder über Kommentare unter den Videos. Könnt ihr gerne mal drunter schreiben, was ihr davon haltet, auch von dem Spiel. Ich finde es bis jetzt sehr, sehr geil. Also, ich bin ja total so ein Silent Hill Fan und es ist,
wie gesagt, das erinnert mich unheimlich an Silent Hill und Resi 1. Ja, ich habe ja dann irgendwann mit Resi, glaube ich, 4 oder so aufgehört. Weil danach die Teile waren nicht so besonders. Die hatte ich mal angetestet gehabt, aber mehr auch nicht. So, hier haben wir wieder Haargel im Schrank. Da auch. Das macht doch überhaupt keinen Krach. Mm-mm, Basti. Du bist doch voll der Held, der die Eier ins Feuer hält. So, was haben wir? Wir haben einen Schuss in der... Boah Gott, ey, wir haben... Das Einzige, was wir haben, ist wirklich die Flinte. Ansonsten haben wir gar nichts. Hm. Hehe. Also wir können ihm nichts tun, das wissen wir schon mal. Oh, wir haben hier einen riesen Schaltschrank. Und einen roten Schrank, wo wir wieder was finden. Oh, Schrotflintenmunition. Wer hätte das gedacht? Wie cool ist das denn? Nee, was war das denn? Das war gar nicht Schrotflintenmunition, das war Pistolenmunition. Was erzähle ich denn da? Ich bin total durch den Wind. Oder beziehungsweise Revolvermunition war es gewesen. Wir gehen immer tiefer in der Anstalt. Immer tiefer, immer tiefer. Was? Okay. Das Spiel spielt also mit unserem Gehirn. Mit unseren Psychosen. Schon wieder diese Zeichen. Was sind das für Zeichen? Diese Zeichen haben wir schon in dieser Anstalt gesehen. Was mag das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ist der Leichensack da gerade am Wein? Da liegt was auf dem Tisch. Ich möchte aber gerne... Okay, ich schaue mir doch gerne erstmal den Tisch an. So, Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt seinen Sohn an, sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort? Dieser Heuchler, dieser scheinheilig Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte wieder mal... Was? Er möchte mich wieder mal bestrafen. Okay. Denn er hat unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für blöd? Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Okay. Wer ist Laura? Okay. Willkommen zum ersten Rätsel in The Evil Within. Oh. Ich glaube, das war falsch. Hätten wir doch mal lieber... Doch mal lieber das andere gewählt. Wäre mir, glaube ich, lieber gewesen. Ähm,
Malt jemand an der Wand so eine Art Pentagramm oder sowas? Oh mein Gott, diese Musik kennen wir und... Oh Mann, jetzt muss ich mich schon wieder entscheiden. Ich entscheide mich doch eh schon wieder falsch. Okay, wir haben ja ansonsten irgendwie nichts zum Sammeln, oder? Und überall diese Käfige und hier ist so eine Art Pentagramm irgendwie, wo wir diesen menschlichen Körper sehen, was wir normalerweise auch vom Doktor kennen. Und, das ist alles sehr, sehr Huch. Ich möchte mich... Wenn ich jetzt doch wahrscheinlich wieder den wie... Warum ist die Musik jetzt gerade weg? Wenn ich jetzt den wähle, ist falsch. Also wähle ich jetzt den ersten. Oder? Okay. Also muss ja dann quasi der dritte Raum dann der erste sein. Hoffe mal, dass das... Da arbeitet jemand an irgendeiner Leiche. Eine Art Doktor oder... Sieht von hinten so ein bisschen aus wie dieser Patient, den wir die ganze Zeit immer verfolgen. Von dem Doktor. Och nein. Ich hoffe, das hat keine Entscheidungs... Einwirkung auf das, was wir tun. So, das menschliche Gehirn. Brain Device. Puh, Anatomie. Die Anatomie des Menschen haben wir jetzt hier stehen gehabt. Und da haben wir ein Tonband. Hören wir uns dieses Tonband mal an. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome. Stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Das klingt voll nach Outlast, wenn ich das mal so sagen darf. Zu sehr nach Outlast. Jetzt wähle ich einfach mal die andere Seite. Mal gucken, was passiert. Das ist so klar. Das war so klar. Das war so klar. Normalerweise müsste ich jetzt den Speicherstand laden, mal ausprobieren, die anderen Knöpfe zu drücken. Aber wir probieren es einfach mal aus. Das wird immer mehr Blut an dieser Wand. Tja, jetzt waren wir in allen Räumen. Und jetzt... Da ist schon wieder dieses Symbol. Was mag es bedeuten? Wir schauen mal. Tja, die Frage ist jetzt, war das richtig, was wir gewählt haben die ganze Zeit an den Operationstischen? Oder gibt es da noch eine Alternativmöglichkeit? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich bin in dieser gottverdammten Anstalt und will hier verdammt nochmal nur raus. Hauptsache wir... Oh. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hierher gebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus.
Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Partner heilen. Steuerungsinformation. X halten, Partner heilen. Verbraucht. So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Okay, wir können in unserem Partner heilen. Mich hat's erwischt. Was heißt denn... Hilfe. Was heißt denn hier, wir haben ihn hierher gebracht? Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir daran schuld sind, dass er hier ist. Also, ich meine, okay, er ist mit uns in die Anstalt gegangen. Ich brauche erste Hilfe. Aber wir wussten ja auch selbst gar nicht, was hier passiert. Entschuldigung, da war gerade eine Fliege. Ich musste gerade mal kurz... Mich hat's erwischt. Ich brauche Hilfe. Also wir müssen unseren Partner heilen. Das ist aber eine komische Badewanne. Naja, heilen wir ihn mal. Ich komme langsam wieder in Fahrt. Okay, wir müssen... Das ist natürlich gut, dass du wieder in Fahrt kommst. Besser ist, mein Junge. Rauchen gefährdet die Gesundheit. So, okay, wir müssen also auf unseren Partner aufpassen und wir haben gar nicht so viel Munition. Ich komme hier gar nicht raus, okay. Da hinten vielleicht wieder lang? Ach, von da sind wir ja gekommen, stimmt ja. Wir müssen hier raus. So, schauen wir mal. Okay, er hat auf jeden Fall eine Wumme. Das ist schon mal gut. Das bedeutet doch, dass wir wenigstens nicht alleine unterwegs sind. Können wir die Kiste zertrümmern? Nee, können wir nicht. Ich werde mal die Lampe ausmachen. Und mal hier erstmal reingehen. Nochmal die Lampe anmachen, wenn wir in dem Raum sind. Ja. Und dann mal eben kurz schauen, ob wir hier vielleicht in den... Ah, hier. Sehr schön. Okay. Hätte ja sein können, dass da was drin ist. Okay. Da ist nichts drin. Oh, great shot. Das ist gut. Das heißt, wir können unsere Flinte nochmal nachladen. Wir haben ja maximal 4 Schuss. Wissen wir. Und Hagil. Und nichts. Und nichts. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im letzten Spind irgendwas auf uns wartet. Ich weiß nicht warum. Naja. Schauen wir mal weiter. Ah, ich wusste es! 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 Das war sowas von klar. Das war sowas von klar. Boah, 9900 Hagel für Basti. Das heißt, wir müssen den nächsten Mal unbedingt mal wieder einkaufen gehen, shoppen gehen. Puh. So, wir haben ein wenig Munition. Wir schauen mal, ob wir vielleicht die Typen herlocken können, dass wir durch das Feuer irgendwie... Ich weiß ja nicht, was unser Kollege macht hier, der Joseph. Aber soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Wir sparen uns diese Szene... Ja, für morgen auf. Ihr schaltet morgen auch wieder da ein. Hier in der Let's Play... Ach, in der Let's Play Live Show wollte ich gerade schon sagen. Hier bei The Evil Within. Und ich sehe ihn schon da hinten. Da hinten wartet er schon auf uns. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit Joseph kommen. Und ihr schaltet morgen wieder ein um 17 Uhr hier bei The Evil Within. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Ciao.